Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Command & Conquer Alarmstufe Rot auf Seiten der Alliierten. Mission 7. Genau, ich habe ja beim letzten Mal hier schon die Vorbereitung getroffen. Oh, geht's schon wieder los, ey. Das kriegst du hin, komm. Ja, sehr schön. Ich habe ja beim letzten Mal hier schon die Vorbereitung getroffen, um hier direkt anfangen zu können. Ich nehme das nämlich jetzt direkt im Anschluss auf vom ersten Part. Und genau, ich habe jetzt in der Zwischenzeit nur noch ein bisschen eine Erfrischung zu mir genommen, sozusagen. Also auf Deutsch was getrunken. Und ja, dann geht's hier mal los. Also wir sollen hier in dieser Mission die U-Boot-Werften des Gegners vernichten. Genau. Und dann, komm, weich aus, weich aus, weich aus. Ah, die machen das nicht immer mit dem... Die wechseln auch ihr Ziel. Okay. Das ist mir echt neu. Naja, gut. Auf jeden Fall, bei der Mission hier müssen wir jetzt echt uns beeilen. Hier müssen wir uns beeilen. Müssen wir direkt eine Verteidigung aufbauen. Oh, da kommt... Cool. Okay. Da ist eine Verstärkung. Alles klar. Direkt die Waffenfabrik. Komm. Ah, geil. Okay, sehr schön. Ja, das ist der Vorteil von den Alliierten. Man kriegt oft Verstärkung. Man kriegt wirklich oft Verstärkung. Das ist richtig gut. So, dann baue ich hier direkt mal ein paar Raketentypen. Weil hier kommen natürlich, wie man sich denken kann, auch wieder die Flugzeuge. So. Ja, ich weiß, ich habe kein Geld. Weißt du was? Ernte doch erstmal das da hinten ab. Oh, Mann. Was soll ich jetzt priorisieren? Ach, egal, komm. Nö, ich würde aber mit dem Jeep hier erstmal ein bisschen erkunden fahren. Damit wir sehen, womit wir es hier zu tun haben. So. Ah, der kriegt nämlich hier wieder so auch Verstärkung. Fahr die platt, komm. Die Verstärkung bei denen ist nämlich der Vorteil, die weichen nicht aus, wenn man die platt fährt. Der lässt sie einfach da stehen, so wie ein menschlicher Spieler es auch tun würde. So, alles klar. Weiter Raketenschützen bauen. Komm, weiter, weiter, weiter. Hier muss man nämlich echt schnell sein mit Verteidigung. Weil irgendwann kommt der und... Ah, scheiße, da bin ich schon zu weit gefahren. Fuck. Ja, das war's. Ah, shit. Aber da wissen wir schon mal, wo sein Vorposten ist. Nämlich hier unten. Sehr schön. So, dann bauen wir den nächsten Raketenschützen noch. Und, ja... Eine Sekunde, ich muss einmal ganz kurz eine Pause machen. Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder. Ja, kleine Pause gemacht, weil ich musste mir hier ein bisschen was zur Erfrischung holen. Und zwar das gute alte Rheinfels Lemon. Ich weiß nicht, ob das einer von euch kennt, aber es ist sehr erfrischendes Zitronenwasser. Brauche ich im Moment einfach mal, wenn ich mir hier den Mund fusselig quassel. Und ja, genau, die Raketenschützen. Fahr da hinkommen. Einfach platt fahren. Oh, da kommen schon die nächsten. Uiuiui. Also, mach das mal dahin, zack. Und direkt einen Bunker, komm. Wenn er nur mit Mannequin kommt, dann. Jawohl, sehr schön drüber fahren einfach. Zack. Zack. So muss das laufen. Und zack. Du sollst hier drüber fahren, komm. Hallo? Ah, ich habe kein Geld. Ah, blöd. Ja, diese Geldbeschaffenheit hier, die ist sehr eingeschränkt, sagen wir es mal so. Sehr, sehr eingeschränkt. Deswegen, das meinte ich auch mit, man muss schnell sein. Was, was, was? Ah, hier oben. Was? Ah, der kommt. Okay. Warte mal, blockiert den mal den Weg, komm. Blockiert ihm den Weg. Wo will der hin? Wo will der hin? Lass ihn bloß nicht raus. Ja, sehr schön. Nein! Ah, blöd. Scheiße. Na gut, egal. Ihr könnt das verteidigen, oder? Ihr kriegt das hin. Ihr kriegt das hin. Ihr schafft das. Komm schon. Ah, ja, natürlich. Natürlich sind das auch mehr als 5, ne? Ist klar. Ist ja auch von der KI. Das Transportboot. Mein Transportboot hält, nimmt nur 5 Einheiten mit. Und der hat mal, einfach mal so 6 rausgekommen. Ja, das ist auch ein bisschen fragwürdig, ey. Kraftwerk. Ah, ich habe wieder keine Kohle, weil ich wieder in dem Sammler baue. Ja, ich brauche auch unbedingt erstmal den zweiten Sammler. Weil es ist wirklich
notwendig hier, so, der ist ja hier gelandet, notwendig hier zwei Sammler zu haben. Sehr schön, der kann auch direkt hier sammeln. Hä? Was war das denn? Der holt erst hier raus und dann hier. Na gut. Dann können wir weiter das Kraftfäckchen bauen. So. Dann geht immer hier runter. So, hier ist der Stützpunkt schwer befestigt, wie ihr seht. Und hier unten ist die Radarzentrale, die wir erstmal erobern müssen. Wenn wir die nämlich zerstören, ist das Spiel vorbei. Da kennt das Spiel nichts. So, stell die mal hier oben hin. So, zack, und dann direkt ein Radar. Und währenddessen trinke ich erstmal was. Eine Sekunde. So, ich hoffe, das habt ihr jetzt nicht gehört. Aber so eine kleine Erfrischung zwischendurch, ja. Muss sein, ne? So, wie ihr seht, ich fokussiere mich erstmal auf die Radarzentrale, weil die ist auch überlebenswichtig hier. Und dann baue ich direkt die Werkstatt hinterher. Ich setze lieber erstmal auf Technologie. Und danach... Ah, ich baue... Ah, wir haben jetzt die Artillerie zur Verfügung. Cool. Können wir jetzt bauen. Mache ich mal eine. So, auch wenn viele die Artillerie nicht mögen, aber ich finde die gegen Gebäude und Infanterie eigentlich verheerend. Und deshalb baue ich die einfach mal. Ah, da kommen Minniken. Gut. Hä? Was? T ist verschwunden einfach so. Okay. Ja, das ist die Artillerie. Die wir auch schon in der Mission zuvor hatten. Naja, eigentlich nur in Mission 2. So, eine sehr schmale Karte. Das finde ich sehr interessant. So. Dann das nächste Kraftwerk. Der ist hier gleich fertig, das ist gut. Das nächste Kraftwerk und dann können wir mal langsam die Verteidigung aufbauen. So. Ja, weil mehr ist das nicht, was wir brauchen. Nur diese kleine Basis hier. Und ja, dann... Konstruktion abgeschlossen. Dann baue ich den mal hier hin. Nächste Geschützturm. Da kommt er. Da will er mich doch nerven da unten. Ja. Ich sehe dich, Junge. Kannst dich nicht von mir verstecken. Vergiss es. So, fahr dich, überfahr die, komm. Fahr die platt. Wie soll die platt fahren? Ja, egal, mach den zuerst kaputt. Ah, und ein bisschen kiten, 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 kiten. Ah, fuck. Alter, die halten so viel aus. Ja, egal, der kriegt das hin. Der schafft das. Ja, ich überlasse die Einheiten hier gerne mal ihrem eigenen Schicksal. Weil ich mir deren Stärken bewusst bin. Genau, so sieht's aus. So, nächste Turm. Verteidigung ist sehr wichtig hier. Sehr, sehr wichtig. Was macht der denn? Ist der lebensmüde oder was? Oh, zwei. So, Artillerie, komm. Artillerie, schieß einmal rein. Zack. Und noch einmal. Und zack. Sehr schön. Genau das Richtige dagegen, ey. Genau die richtige Einheit gegen Infanterie. Sehr schön. So. Ah, was? Was will der denn hier? Oh, stimmt, ey. Ich baue einen Bunker. So. Der Panzer ist fertig geheilt. So, den Bunker tue ich dann einfach mal hier oben hin. So. Und noch ein Kraftwerk. So. Die Mucke ist auch geil, ey. So richtig schön unbehaglich. So, nächstes Kraftwerk. Dann baue ich mal noch ein paar Silos. Wo sind denn die Silos? Da sind die Silos. Damit er nicht gleich wieder meckert, von wegen, er braucht Silos. Weil das nervt. Ja, das ist so dieser berühmte Satz aus Command & Conquer. Wir brauchen Silos. So. Ja, und wie geht's euch so? Also, mir geht's nach dem Wetterumschwung viel besser. So, dass ich hier auch besser aufnehmen kann. Weil während der Hitzewelle konnte ich mich einfach nicht aufregen aufzunehmen. Es tut mir leid, aber es hatte seinen Grund. So, alles klar. Dann baue ich nochmal den nächsten Bunker. Ich baue nach wie vor den normalen Bunker.
weil die Tarnbunker, die bringen nicht so viel mehr, dass die sich wirklich lohnen. Nee. Die sind zwar getarnt, aber das ist der KI scheißegal. Die sieht die auch so, ist egal wie. So, okay, dann setze ich jetzt wieder auf den Kampfpanzerbau. Und Artillerie auf jeden Fall, weil schaut euch das mal an. Da kommt schon wieder Mannequin. Da kommt schon wieder Mannequin. So, weg damit. Weg damit. Hier auch, das ist hier unten. So, Artillerie kommen. Also ich bin jemand, der setzt die Artillerie sehr gerne ein. Wo es andere gibt, die die Artillerie überhaupt nicht mögen. Aber ich mag sie. Deswegen baue ich sie auch. So, der kann sich mal zu den Gesellen. Ja, und jetzt muss ich wieder mal auf Kohle warten. Die 5 können wir probieren, den Flammenwerfer-Typen kaputt zu machen. Ich bezweifle zwar, dass sie das schaffen, aber die können es ja probieren. Weil der Raketenwerfer gleich schießt und dann sind die alle weg. Ah, nicht ganz, ne. Ey, die haben es geschafft, geil, okay. Ja, egal. 5:1, aber ist okay, ist gut. Es war gut. So, ich habe jetzt ein bisschen Verteidigung stehen schon mal. So, dann baue ich jetzt weiter. Weiterhin verteidigen. So, die Panzer können sich mal hier sammeln. Das wird nämlich mein Angriffstrupp hier. So. Gut. Ja, wobei, ich könnte das auch. Nee, kann ich nicht wegen dem Penner. Ah, schade. So, dann hier noch einen und noch einen. Ah, fuck, Energie, ey. Immer vergesse ich die Energie. Ja, komm schneller jetzt. Ich will nicht alles. Ah, das sehe ich schon zu spät. Shit. Ich muss alles nochmal reparieren hier. So. Zack. Gut, dann noch einen Bunker und dann war es das auch mit der Verteidigung. Dann kann ich mich ja schon auf Panzerbau konzentrieren. Ne? Ah, Moment mal. Ich erinnere mich gerade an einen Trigger hier. Ich glaube, der sammelt sich früher oder später hier oben die Edelsteine ein. Und setzt dann alles drauf an, um das da hinzukriegen. Das will ich natürlich verhindern, das ist klar. Deswegen kommt ihr mal bitte hier unten hin. Ich glaube, sobald ich das hier unten erobere oder so, kann das sein. Dann nehme ich mir schon mal hier unten den Vorposten und den die Radarzentrale ein. So, dann geht einfach mal hier drauf. Baue ich auch schon mal. Nein, stopp. Baue ich auch schon mal den Ingenieur. So, da kriegt er nämlich direkt Verstärkung. Habt ihr das gesehen? Das sind. Oh! Direkt alle weg. Ja, das ist natürlich schon geil. Da seht ihr das. Da ist der Sammler schon von dem. Aber wenn ich den angreife. So. Seht ihr das mit der Artillerie? Gehen die Gebäude schön schnell im Arsch. Da kommt er jetzt nämlich mit seinen scheiß Panzern. Oh, Junge, Junge, Junge. So, die können wir da drauf angreifen. Ja, jetzt habe ich. Jetzt ist er nämlich genau in meine Dings reingefahren. Und jetzt habe ich den Salat. Jetzt kommt er halt mit allem, was er hat. Und will mich hier vertreiben. Ja, danke. Kack-Raketenwerfer, ey. So, da kommt er nämlich mit Flugzeugen. Siehst du, jetzt geht's nämlich ab hier. Jetzt geht's nämlich ab. Ja, wehrt euch nicht. Ist okay. Komm. Nein, raus da, raus da, raus da. Oh. Scheiße, Mann. Boah. Das kann doch nicht wahr sein. Du kannst mal den Grenadier hier platt machen. Scheiße. So, da macht jemand den Raketenwerfer platt. Alter! Oh, Penner. Der mit seinen Fuck-Raketenwerfern. Oh, scheiße. Mach den kaputt, ey. Fuck, Raketenwerfer, ey. Oh, shit. Das heißt, ich muss jetzt eine neue Werkstatt bauen. Ja, und die Flugzeuge auch noch, natürlich, ist klar. Ich will den nämlich jetzt eigentlich seinen Sammler klauen. Und ich kann hier... Oh Gott. Alter, was ist denn hier los? Was geht denn hier ab? Alter, was geht denn hier ab? Kill den. So. Was geht denn hier ab? Alter Schwede. Das kann doch nicht sein. Oh Mann. Alter. Oh, was ist denn hier los?
Boah, das ist ja echt heftig. Puh. Ja, beweg dich weiter. Ja, sehr schön. Weil wenn Ziele sich bewegen haben. Jetzt nicht. Jetzt nicht wirklich. Oh. Ey. Der Raketenwerfer kann so weit schießen. Ernsthaft? Ja, dann fahr die. Fahr die platt, komm. Nein, das. Oh Mann. Jetzt fahr die kaputt. So. Alter. Sammler! Oh Gott! Oh, was machst du denn? Alter Schwede. Ey, der geht mir ganz schön auf den Sack hier. So. Das meine ich. Die Mission ist echt hart. So, dann mach die mal weg da. So, mach die mal weg. Bitte. Alter Schwede. Jetzt kommt er natürlich mit noch mehr Scheiß an. Ist klar, ey. Oh Mann, ich glaube. Ich glaube, das hier wird echt die erste Mission werden, wo ich verkacke. Ja. Das bringt keinen. Das gibt nichts. Alter. Ja, der hat mir meinen Sammler geklaut. Ja, scheiße. Was ist das denn? Hä? Wieso hat der alliierte Panzer? Hä? Das ist mein Panzer. Was zur Hölle? Ja, scheiße. Da muss ich jetzt halt hier den Turm verkaufen und mir einen neuen Sammler... Alter! Das kann jetzt nicht sein. Alter Schwede! Der macht mir hier alles platt! Oh Gott, nee, Freunde, wisst ihr was? Es tut mir leid, aber das muss ich nochmal laden. Das muss ich leider nochmal laden. Ah, toll. Ah, ich hab nicht gespeichert. Ich Idiot. Ich hab nicht gespeichert. Oh Mann. Also muss ich jetzt nochmal komplett neu. Es tut mir leid. Es tut mir leid, dass ich nochmal die ganze Mission neu starten muss. Ah, das war ja Epic Fail jetzt. Aber ich beeile mich, keine Sorge. Ich beeile mich und werde dann aber abspeichern, wirklich. Das ist ja, was da alles ankommt dann. Das ist schon krass. Muss man echt sagen, aber jetzt mache ich es besser, jetzt weiß ich ja, was passiert. Oh Mann, wie viele Minuten waren das jetzt? Das war jetzt eine Viertelstunde, die ich gespielt habe. Und die war einfach so für die Cuts. Ja, shit. Shit, shit, shit. Egal. Das kriegen wir schon hin. Ja. Ich werde jetzt auf jeden Fall schneller aufbauen. Ich wisst da was. Ich mache jetzt auch mal hier die Spielgeschwindigkeit ein bisschen schneller. Damit wir auch schneller wieder da ans Ziel kommen. So, der Sammler kann ja hier mal sammeln. So, dann haben wir hier direkt die Waffenfabrik und direkt die 5 Raketentypen. So. Geht das mal ein bisschen schneller hier, damit wir nicht so Zeit verschwenden, ne? Ah, ich habe schon eine Verstärkung bekommen. Die Schiffe lasse ich mal hier, weil ich glaube, weil ich weiß ja, da kommt ja ein Schiff. So, okay. Ahahaha. Weg damit. Was macht der Sammler da? Geh sammeln. Was machst du denn? So, okay. Hallo? Ah, hier, ja. Sammel schneller. Die packe ich schon mal dahin. So, weil hier das Erstfeld, das ernte ich gleich ab. Wenn die Waffenfabrik fertig ist, ernte ich das mit dem zweiten Sammler ab. So, weiter geht's. Ach Mann, ja, Freunde, es tut mir leid, wenn ihr jetzt eine Viertelstunde zugeschaut habt und leider, dieser blöde Russe hat mir einfach so einen Strich durch die Rechnung gemacht. Das hab ich echt nicht. Was? Das hab ich echt nicht kommen sehen, dass das so krass wird. So, Kraftwerk, Sammler. Oh, ich kann beides nicht bauen. Fuck. So, ja, gehst du mal halt mal hier hin. So. Sammler, Kraftwerk. Haha. Oh, jetzt kommt der von da oben. Ey, was ist das für ein Kack? Oh. Ihr macht das, oder? Ihr macht das. Ja, ihr macht das. Sehr schön. Sehr gut. Okay. Egal, alles cool. Alles cool.
Das war jetzt aber zwar auch wieder eine Verarsche, aber ist okay. So, der fünfte kommt man da hin. Zack. So, sammel schneller, komm. Oh Gott. Ah, das sind Manneken. Ah, die Manneken sterben erstaunlich schnell. Na gut, das liegt auch daran, weil ich hier zwei Jeeps dabei habe. So, sehr schön. Dann direkt die Radarzentrale. Wo ist der Radar? Da ist der Radar. Da ist der zweite Sammler. Sehr schön. Ja, ich habe keine Kohle mehr, aber ich habe zwei Sammler. Das heißt, das sollte passen. So, hier geht mal dahin. So, wie gesagt, ich habe die Spielgeschwindigkeit mal ein bisschen hochgeschraubt. Damit es halt ein bisschen schneller geht hier. Wisst ihr was? Ich baue schon mal Panzer. So. Dann haben wir jetzt hier noch die Werkstatt. Sehr gut. Okay, dann kann die Produktion schon mal anlaufen. Da kommen ein paar Manneken. Da können sich die Jeeps drum kümmern. So. Kill die! Los! Sehr schön. So. Und weiter Panzer bauen. So. Ich mag die Mucke hier. Die Mucke ist richtig geil. Ah, die Werkstatt wird noch nicht mal fertig. Was soll das denn? Ah, da kommen Flammenwerfer. Und ein Panzer natürlich, ist klar. So, dann direkt hier eine... Ja, gar keine schlechte Idee. Holt euch erstmal hier oben die Edelsteine. Gar keine... Was? Okay, never mind. Okay, ne. Das war... Das... So, dann. Nein! Fahr die Platten los. Oh Gott, der Sammler. Alter Schwede. So, weg damit. Und weg damit. Sehr schön. So, okay, alles klar. Alter. So, ja. Okay. Muss ich noch einen Bunker bauen? Nein, 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 nein. Hier holt erstmal hier. So, einen Bunker, den stelle ich mal hier hin. Zack. Und direkt die Verteidigung bauen. Ich nehme mal, guck nochmal kurz. Sollte, ja, der nimmt auf, alles klar. Schon. Gut. Dann baue ich jetzt mal hier meine Verteidigung auf. So. Da ist der Raketenwerfer. Und ja, genau. So, dann zack. Normale Bunker. Artillerie. Und dann hole ich mir gleich die Edelsteine da hinten. Ey. Dann mache ich erstmal den einen Panzer da kaputt. Und dann hole ich mir die Edelsteine, weil die brauche ich. Ja, sehr schön. Sehr schön, direkt rüberfahren. Geil. So. Sehr geil. Alles klar. Gut. Dann brauche ich noch einen Geschützturm. Noch eine Artillerie am besten. Dann können die hier erstmal in Ruhe sammeln. So. Ja, egal. Komm. Ah, Energie. Ja, ich weiß. Ach, die blöde Energie. Ja, gut. Sammeln erstmal hier oben. So, und zack. Und noch den einen Bunker. Und dann hole ich mir jetzt erstmal die Edelsteine dahin. Noch eine Artillerie. So, ich glaube, ja, das war's, glaube ich, sogar schon. Noch ein paar Silos. Zack. Zack. Einfach so Fun, ey. Zack. Und Kampfpanzer, so. Zack. Und eine Flak werde ich noch bauen. So. Und dann hätten wir es auch schon geschafft. Könnte ich mir die gleich nehmen? Aber ich muss eine richtige Armee aufbauen. Ich brauche mehr Panzer. Ich nehme auch mal Knallerbsenpanzer mit. Weil... Kosten ein bisschen weniger, aber sind auch schnell und effektiv. Also, ja. Guter Mix bei den Einheiten, bei den alliierten Einheiten, das ist schon eine gute Alternative. So. Da ist nämlich schon sein Sammler. Jetzt kommt er mit seinen Flugzeugen. So, die sind beide weg. Sehr schön. Okay, gut. Der qualmt schon. Warum qualmt der schon? So, egal. Komm. Weiter Panzer bauen, weiter Panzer bauen. Weißt du was?
Wisst ihr was? Greif den mal an, wenn der. Der will meine Mannequin haben. Wie geil ist das denn? Ja gut, dann nimmt den. Und dann greif mal hier unten den an. So, das wusste ich nämlich, dass der jetzt mit allem möglichen Scheiß ankommt. Guckt euch das mal an. Das hat mich eben, oh, dieser Raketenwerfer. Das hat mir eben das Leben gekostet. So, ich mach mal eben, ich speichere das mal zwischen. Schau währenddessen mal, ob der noch aufnimmt jetzt. Es sieht nämlich nicht so aus.